Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Stream von Pokémon Alpha Saphir. Wir sind wieder da in der Randomizer Nuzlocke Challenge und ich würde sagen, nicht lang schnacken, direkt weitermachen. Ja. Wir waren im Blütenburgwald, Tatsache. Und nach dem ersten Stream haben wir erfolgreich drei Encounter, verloren, per se. Wir haben einen Igastar nicht gehabt. Wir haben einen Quajutsu gehabt. Wir haben einen Stalos gehabt. Beim vierten Mal ist Visor gejoint, ja, mit dem unserem neuen Follower Enraib. Und wir sind jetzt im Blütenburgwald und haben tatsächlich noch einen offen, einen Encounter. Und Enraib habe ich jetzt tatsächlich hochgepusht auf Level 9. Und dann müssen wir mal schauen, wie sich Visor jetzt so schlägt. Denn war nicht so ganz einfach, dich zu trainieren, muss ich sagen. Wieso ist jetzt tatsächlich kein starkes Pokémon? Höchstens vielleicht, wenn es sich weiterentwickelt. Und X-Metal, ja, ist komplett overpowered. Sei es drum. Wir müssen weitermachen. Ich versuche jetzt auch gerade mal einfach mal alles zu umgehen hier. Wir haben tatsächlich den Professor gerettet. Und ein Team Aquarüpel besiegt. Und müssen einfach weiter durch den Blütenburgwald. Du warst kein Trainer. Was machst du? Wohin guckst du? Okay. Ich möchte keinen Encounter jetzt gerade ziehen. Boleobeere. Ich glaube es. Oder? Kommt da noch was? Oder sind wir schon durch? Ich weiß es gerade nicht. Wir laufen durch. Wir laufen durch. Wir haben die Trainer komplett gemieden. Hä? Hier spricht das Blütenburg-Kommando. Könnt ihr mich hören? Kommandant Wolfgang, ich habe leider schlechte Neuigkeiten. Die Mission ist fehlgeschlagen. Wir sind auf unerwartete Probleme gestoßen. Jawohl. Ja, verstanden. Ich werde weiter Nachforschung zu jener Energie anstellen. Das ist neu. Das gab's in der dritten Generation nicht. Puh. Dieser Trainer hatte ganz schön was auf dem Kasten. Ja. Ich habe einen Vulkanien besiegt. Das macht man nicht einfach ohne. Wir haben hier Bären. Die nehmen wir uns mal mit. Ich sollte auch Bären, glaube ich, an Visor weitergeben. Wir müssen ein bisschen was auf Visor geben, denn ich möchte es ungern verlieren, denn nur X-Steel. Steel X? Wie haben wir es genannt? Fuck. Und endlich mal seht ihr hier, ne? Pokémon-Team ist endlich da. Es ist endlich da. Ich hätte es so viel früher schon gerne reingefügt, aber. Ah, Freunde. Was soll man machen? Hier gibt es versteckte Items. Und wir könnten hier auch einen Encounter ziehen. Allerdings habe ich 5 Pokebälle, Freunde. Das ist nichts. Ich hätte die Trainer machen sollen, ne? Hey, wie läuft's? Ich liebe es, mir die Lunge aus dem Hals zu schreien und dem Echo meiner eigenen Stimme zu lauschen. Hier, das schenke ich dir. Also benutze es auch. Mit dieser TM kannst du einem Pokémon eine Attacke beibringen, bei der es mit seiner Stimme angreift. Hat der uns nicht immer Coolsaat gegeben in der dritten Generation? Ich meine schon. Wenn du sie mehrmals hintereinander einsetzt, wird sie noch effektiver. Also Hand auf. Aufbereitung! Denn jetzt sind auch wieder mal die TMs randomized. Ein Tipp noch. Du kannst jede TM so oft einsetzen, wie du willst. Also experimentiere ruhig ein bisschen mit ihnen herum. Werde ich. Aufbereitung, ich habe keine Ahnung, was das ist. Okay, wir setzen mal auf Visor ein. Die Beschreibung ist das natürlich, klar, aber die Attacke ist eine andere. Recycling eines getragenen Items ist... Oh Gott. Tolle Attacke. Tolle Attacke. Tolle TM. Werden wir niemals einsetzen. Ich laufe nochmal zurück und versuche den Trainer zu machen. Sorry. Bitte keinen Encounter ziehen. Hallo. Wenn man ein Käfer-Pokémon mit in die Schule bringt, ist man bei den anderen doch sicher gleich beliebt, oder? Ja. Absolut. Du bist kein Freak. Dann, Florentino. Du bist es dann. Kikli! Das ist das schlechteste Pokémon für einen Visor. Ist einfach so. Welches Level ist er? Level 8! Wir müssen X-Metal einsetzen. Ich möchte X-Metal nicht einsetzen, Freunde. Möchte ich nicht. Scheiße. Der ist ja kurz vorm Level Up, ne? Doppelkick, das war klar. Das hätte Visor nicht überlebt. Selbst X-Metal zieht es 3 KP ab. Also insgesamt 6. Also... Ich bin froh, dass wir X-Metal zwar haben, aber... Oder die Waldfee. Das läuft schon nicht gut. Ich habe den XP-Teiler übrigens auch ausgemacht, ne? Also der läuft jetzt nicht. 271, das sind gute Erfahrungspunkte, auch für X-Metal leider.
Ein Raib Level 10? Manafi! Ich riskiere es jetzt mal und gehe mal zu Enraib. Der ist zwar zwei Level drüber, sollte. Ich glaube, Manafi sollte auch keine Attacke haben, ne? Die ihn sofort wehtut. Das mache. Stärke aller Feuerattacken. Kein Problem. Ups, okay. Wie viel Schaden machst du? Schweißglanz, was macht das? Spezialangriff steigt drastisch. Weiß ich nicht, muss ich davor Angst haben? Nochmal Schweifglanz. Was hat der vor? Was hat der vor? Okay, ich glaube, ich ziehe mich jetzt zurück mit Visor. Blubba. Ohne Worte. Ich habe keinen Encounter. Ich habe kein Team. Das ist nicht wahr. Das ist so nicht wahr, Alter. Boah, das gibt's nicht. Ja, Quajutsu. Smogon! Das ist... Okay. Das ist unser erster Encounter in diesem Blütenburg-Wald, Freunde. Und, das ist nicht gut. Wir haben mal, Smogmoko gehabt. Ja, unseren guten alten Smoker. Ich kann ihn nicht schwächen, ne? Also, der ist sofort weg. Visor wäre perfekt gewesen. Aber das... Kann ich ihm dann irgendwas... Boah. Ich weiß nicht, wie Stahl sich... Stahl auf Gift. Ich weiß es nicht. Bleib bitte im Ball, Smogon, bitte. Ich habe keine Bälle. Ja. Ja. Oh, Freunde, das ist nicht gut, was hier gerade passiert. Verließen die Nuzlocke nochmal neu starten. Ja. Okay. Ja. Oh mein Gott, ja! Ja! Ich habe mich noch nie so über einen Smogon gefreut. Oh mein Gott! Der Smoker ist wieder zurück. Der Smoker ist wieder zurück, Freunde. Oh mein Gott! Smogons Körper enthält giftige Substanzen. Es vermischt die Toxine mit Müll, um eine chemische Reaktion in Gang zu bringen, die ein unheimlich starkes Giftgas hervorbringt. Je höher die Temperatur, desto mehr Gas produziert ist. Oh mein Gott! Ist das gerade genial. Oh mein Gott, ist das gut. Der Smoker ist wieder da! So. Gib mir kurz eine Minute, es kann... Eine Minute. Smoker gebe ich schon ein. Es kann jetzt sein, dass jetzt kurz der Emulator hält. Hängt. So. Der gute alte Smoker ist wieder da. So. Meine Güte. So. Scheiße, das ist nicht mehr normal. Absolut keine Attacken, das ist doch auch herrlich. Spezialangriff niedrig, Initiative hoch. Das ist kein gutes Wesen. Okay. Das ist insofern schlecht. Obwohl, warte. X-Metal ist vorne. Jetzt können wir auch. Jetzt sind die Encounter auch komplett egal. Jetzt können wir zu dem Trainer und schmeißen mal Smogger nach vorne. Damit er die Erfahrungspunkte bekommt. Und Geld holen. Ich habe eine Menge Pokémon gefangen. Bühne frei, hier kommen meine Käfer-Pokémon. Oh nein, das ist der Käfertrainer mit mehreren... Ja. Forest. Parfiness. Okay.
nettes Pokémon. Machen wir doch mal. Probieren wir es mal. Es ist, Giftattacken sind sehr effektiv auf Fee. Wow, das war wenig Schaden. Das war erstaunlich wenig Schaden. Meint ihr, Parfiness hat eine Psycho-Attacke? Ich glaube nämlich nicht, oder? Jo, als ob. Als ob das jetzt nicht getroffen hat. Und ich schmeiß meinen Deckel runter. Ah, so. Ich will ein bisschen Gift mitnehmen. Jawollo. Jetzt läuft das doch. Greif du an. Also so. So ist es vollkommen in Ordnung. So. Und dann können wir ein bisschen mehr Schaden machen. Ich versuche mal Tackle. Okay, bringt gar nichts. Feenbrise. Lächerlich. So. Ich glaube, das sind richtig gute Erfahrungspunkte für Smoker. Wenn er treffen würde. Wenn er treffen würde. Dann wäre der Kampf erledigt. Aber Smog ist halt wirklich eine Scheißgiftattacke. Was soll man machen? Perfekt, Smogon. Und bitte über 100. Oh mein Gott. Es reicht für ein Level Up. Level 6 für den Smoker. Sabayone. Das ist auch ein... Was ist mit... Ist ein bisschen auffällig gerade, dass das zwei Feen-Pokémon auch noch voll entwickelte sind. Aber okay. Feenbrise. Ich möchte ihn eigentlich schon schlagen, ne? Schaffen wir aber wahrscheinlich nicht. Er ist vergiftet! Super. Machen wir nochmal. Wäre cool, wenn du triffst. Volltreffer? Nee, okay. Riskieren wir noch eine Runde? Aber mit Tackle diesmal? Es ist Leben am Limit, Freunde. Bitte kein Volltreffer. Okay. Reicht. Wunderbärchen! Ich würde sagen, das ist das nächste Level Up für Smogon. Oh mein Gott, unser Smoker ist back! Rauchwolke! Ja, Mann! Gute Erfahrungspunkte. Sengo! So, Freunde, jetzt ist es tatsächlich soweit. Jetzt muss der Smoker abzischen, aber sowas von. Das schafft er nicht. Aber, ey, wir sind im Geschäft. Smogon ist da. Smogon ist da. Ich freue mich so. So, die Nuzlocke hat endlich mal begonnen. Ja. Konfusion, da sollte Sengo kein Problem sein. Also, wir sind so overpowered mit X-Metal. Das tut mir auch echt leid. Also, es ist nicht geplant, X-Metal so auf Level 16 zu haben. Es ist den Umständen geschuldet, dass wir halt echt keine Pokémon gefangen haben. Ist einfach so. Schlappohr. Am liebsten würde ich ihn auch nochmal einwechseln, aber der gute Smoker sollte echt keine Attacke mehr abbekommen. Weil dann müssen wir uns wahrscheinlich von ihm verabschieden. Und wir haben schon Visor verloren. Auf eine richtig beschissene Art und Weise. Dieses Manaphy war stark. Ich habe all diese Pokémon, aber trotzdem konnte ich nicht gewinnen. 80 Poké-Dollar! Das ist halt nichts, ne? Das ist halt nichts. Wir laufen zurück, wir heilen. Und legen natürlich Visor ab. Ist vielleicht ein gutes Pokémon? Erfahrungspunkte? Radikal hätte es hier gegeben. Hätte ich besser gefunden tatsächlich als Visor, aber es ist nun mal so. Das schafft Smoker nicht. Wahrscheinlich hat Radikal noch Hyperzahn oder so eine Scheiße. Ruckzuckieb, okay. Wir müssen es ja nicht riskieren, ne? Müssen wir ja nicht. Ich will nur die Erfahrungspunkte mitnehmen. Das sollten schon so mindestens 50 sein, denke ich mal. Hatika ist voll entwickelt. Zwar nur Level 3, aber sollte gute Erfahrungspunkte geben. Absolut in Ordnung. Wir brauchen jeden Erfahrungspunkt für Smoker. Denn wir haben ja noch einen nächsten Encounter vor uns. Tatsächlich. Der ist nach dem Blütenbox, oder? Ist das von den Routen was anderes? Ich muss ja mal überlegen. Wir schauen mal. Heilen wir voll. Das arme Visor, ne? Das hat nicht mal eine Minute überlebt quasi im Team. Oh Gott. Er ist auch ein schwaches Pokémon. Nehmen wir das Kind beim Namen. Ach ja, ich muss übernennen, ne? Das wollte ich nicht. So, ne?
Die gute alte Reservebank. Natürlich, muss ja sein. So. Na! Sorry. Gehen wir doch nochmal auf jemandes PC. Und wechseln den Namen. Zu Friedhof. Super. Noch die Box wechseln. Beziehungsweise wir müssen ja noch ins Team. Und unser Wieso ablegen. Ja, Enraib, es tut mir sehr leid. Das Wieso hat nicht lange überlebt. Tja. Verdammtes Wieso. So, ich sitze nicht ganz mittig, sorry. Ja. Smoker bleibt vorne, Level 8. Quasi wie Enraib. Himmel, ist der Emulator gerade abgekackt. okay. Smog kannst du eigentlich echt knicken. Tackle ist stärker. Schade. Schade. Aber vielleicht bringt uns Smog noch was. Also düsen wir jetzt nochmal zurück. Wir sind hier auf Route 104. Okay. Was kommt danach? Ich glaube auch Route 104, oder? Ist das, oder ist es Route 105? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Guter Encounter. Die ganze Zeit Quajutsu wäre perfekt gewesen, aber wir hatten ihn beim ersten Mal und dann dürften wir nicht nochmal, leider. Das ist dann leider so. Wer kommt jetzt? Quajutsu. Wer hätte es gedacht? Aber ich will nicht kämpfen. Obwohl, ein Level Up wäre mitzunehmen, wäre nice, ne? Tatami-Schild? Was ist das denn? Ist das quasi Schutzschild von Quajutsu? Ich weiß nicht. Der Tackle ist stark. Naja, sollte ja auch sein, mit 4 Level Unterschied. Ja, Heuler wird dir nicht viel bringen. Naja, wohl doch. Na, weiter, komm schon. Das wären dann 2 Heuler, ist dann halt so. Oder ein Volltreffer. Oh, schade. Mit Volltreffern bin ich nicht gesegnet, das ist leider Fakt. Ja, mach du ruhig. Tatami-Schild habe ich. Also, es gibt Attacken, die habe ich noch nie in meinem Leben mitbekommen, ne? Wahnsinn. Und Smoker Level Up auf Level 9. Schöne Sache. Schöne Sache. So. Da kommen wir nicht durch. Jetzt bin ich. Unschlüssig. Wo kann ich denn? Das ist jetzt ein bisschen doof. Ich muss leider gerade echt mal gucken. Es ist Route 104. Sorry, sorry wegen der Maus. Das wollte ich nicht. Es ist Route 104. Ich habe keinen Encounter hier frei. Verblüffend. Okay, sei es drum, wir machen weiter. Hallo, das Schicksal hat uns zusammengeführt. Darf ich um einen Kampf bitten? Oh, gleich kommt doch... Oh, wisst ihr was gleich... Draschel! What? Oha. Wisst ihr, was das Blöde ist an Draschel? Der könnte Drachenwut drauf haben. Wir müssen ganz schnell weg. Wir haben jetzt gleich einen Doppelkampf, ne? Das kann böse enden. Silberblick. Okay. Guter Bodycheck sollte eigentlich normal Schaden machen. Ich glaube, Kokoso ist nicht sehr effektiv. War schön. Weiß nicht. Ja, Glut ist auch okay. Glut ist auch okay. Also, schadet natürlich, aber... Top Genesung. Was auch sonst. Was die Leute sonst so für Items mit sich rumschleppen. Der Drachenwut. Wir haben den Trank, ne? Ich setze ihn ein. Wenn er jetzt Drachenwut einsetzt, wäre Ex-Mittel weg und damit die Nuzlocke auch am Ende quasi. Raserei. Okay. Mana Konfusion. Tschüssikowski. Ah, war normal effektiv. Wusste ich nicht. Übrigens sehr gute Erfahrungspunkte für Smoker.
Level 10. Auf welcher Welt leben wir, dass die zwei Draschel hat? Einfach zwei? Okay. Ich nehme Smoker einfach, damit er die Erfahrungspunkte mitnimmt. Und beten wir, dass dieses Draschel einfach keine Drachenwut hat. Sonst sind wir ganz schnell am Ende. Übrigens, es gilt natürlich die, hier, wie heißt es nochmal, die Regel. Ein Item pro Pokémon im Kampf, ne? Das heißt, selbst wenn X-Metal jetzt nochmal Drachenwut bekommt, kein Trank mehr. So. Nies98, schön, dass du wieder da bist. Nabbend. Ja. Bis, okay. Dieses Draschel hat auf gar keinen Fall, Drachenwut. Das ist schon mal gut. So, Konfusion, dann ist der Abend auch schon wieder erledigt. Der Abend, jetzt habe ich das gelesen, denk mir Abend. Dann ist der Pokémon auch schon erledigt. So, gute Erfahrungspunkte. Wieder mal für den Smoker und Smoker. Level 11, Freunde der Nacht. Und Lady Daniel ist erledigt. Du meine Güte. 1200 Pokédollar. Ja, Mann, da sind richtig viele Pokébälle drin. Müssen wir heilen? Wir müssen heilen. Außerhalb des Kampfes darf ich natürlich so viel heilen, wie ich möchte. Im Kampf selber natürlich nicht. So. Und ich bin jetzt mal so fein und setze auch noch die Sinnelbeere auf den Smoker ein. Dann sollte Smoker geschützt sein. Für den nächsten Kampf. Soll ich kämpfen oder lieber nicht? Ach was, ich kämpfe. Okay. Gyreleo. Bronzong! Habt ihr auch mal ein Pokémon, so das einfacher zu bekämpfen ist für mich? Oh Mann, Bronzong ist echt ätzend gerade. Ich möchte halt X-Metal nicht einsetzen, aber unser Smoker hat keine Attacke gegen Bronzong. Das ist ein bisschen Belasto. Konfusion. Oh, das hat den Smoker ja richtig weggefetzt. Das stimmt natürlich. Ich habe halt nichts, ne? Stahl gegen Stahl? Wahrscheinlich nicht, ne? Das ist aber guter Schaden. Ich hätte Bronzong wäre so eine Verteidigungsmaschine. Es sind auch 10 Level Unterschied. Oh, Mann. Das war Bronzong. Oh, Level up für X-Metal. Ich kann ja direkt zum zweiten Arena-Leiter. Der ist ja schon bereit dafür. Oh Gott, ey. Tohaido. Tohaido sollte auch nichts gegen Smoker haben. Machen wir das mal. Smoker soll mal ran da. Ach, Raserei. Kannst du woanders rasern? Wie viel Schaden macht das? Ah, der hat wahrscheinlich Rauhaut, ne? Rauhaut. Das ist eine so ätzende Fähigkeit. Vor allem in der Nasslok. Oh. Okay, okay, okay. Die Sinnelbeere rettet uns gerade. Das ist übrigens kein Item dann. Wir sind zurückgeschreckt. Was denn auch sonst? Deckel. Meine Güte. Okay, der Biss wird jetzt wehtun. Der Biss wird wehtun. Raserei. Wie war dein Tag? Guck mal da. Guck mal da. Ich krieg's fast hin, ich krieg's fast hin, ich krieg's... Da. Da. So war mein Tag. Hi, bin ich gestorben? Du bist gestorben. Direkt am Anfang. Das ist ein Manaphy. Es ist ehrenvoll gewesen. Manaphy war da. Manaphy hat's leider geregelt. Ah, der ist Unlicht, ne? Scheiße. Ja, also auf jeden Fall, hi Enraib, schön, dass du da bist. Allerdings ist dein Pokémon leider draufgegangen. Und der Bodycheck hat geregelt. Ich hasse Rauhaut. So, wir wechseln jetzt mal nicht zum Smoker. Ist mir ein bisschen zu heikel jetzt gerade. Gewissheit! Schöne Attacke. Machen wir es weg für Smog. Ich bin kein Rauchwolke-Typ. Scheiß auf Rauchwolke. Haben wir eine Unlichtattacke, Freunde. Das ist richtig gut. Meine Güte. Muschas. Ich würde da gerne Smoker einwechseln.
Darf ich was anderes sein, bitte? Aber das muss ich mir überlegen. Ist natürlich ein bisschen doof, dass du jetzt schon so früh rausgekickt bist. Muss ich mal gucken. Wir haben ja noch ein paar Encounter vor uns. Wenn du dran bleibst, bestimmt nochmal. So, das war Leo. Hätte mich doch besser anders entschieden, ja. Wir heilen mal. Wir heilen mal. Den Luxus gönne ich mir gerade mal. Und ich nehme tatsächlich noch meine Sinnelbeere, gebe die dem Smoker. Das war wichtig. Wichtig und richtig. Und heilen ihn voll. Denn jetzt kommt ein böser, fieser Kampf. Das ist der Doppelkampf, Freunde. Und der kann uns ziemlich Probleme machen. Wir sind Zwillinge und deshalb kämpfen wir auch immer zusammen. Also gut, jetzt kämpfst du gegen unsere Pokémon. Ich habe ziemlich Angst vor diesem Kampf. Denn diese Zwillinge sind nicht ohne, Cam und Ellie. Marakampa und Electek. Und sie haben noch ein drittes Pokémon, das darf man jetzt nicht vergessen. Es ist immer ein Pokémon zusätzlich. Habe ich extra programmiert. Ich hole mir Schoko, dann komme ich wieder. Ja, dann mach das. Wegverpflegung ist wichtig. Okay. Und es ist, glaube ich, gut gewesen, dass ich die Smog-Attacke nicht weggeballert habe. Denn Marakampa ist rein Pflanze, so viel ich weiß. Und Electek sollte die Konfusion bekommen. Kann es sein, dass es jetzt gerade langsamer geworden ist? Der Emulator geht in die Knie, ne? Bei vier Pokémon. Das war ja Pokémon Y nicht so. Da muss ich, glaube ich, was machen an der Grafikeinstellung. Es tut mir gerade leid, dass das so ist. Natürlich ist die Grafik hochskaliert, ne? Ihr seht es vielleicht auch. Es sieht besser aus. Wow, das war echt wenig Schaden. Die Grafik sieht auf jeden Fall besser aus. Aber das zehrt natürlich an der Leistung. Und dann hat man die ganzen Programme hier laufen und so, damit ich das für euch auch streamen kann. Naja. Laksha, hey, kann leider nicht lange bleiben, gehe gleich spielen, Mario Kart, aber hoffe, es wird spaßig für euch hier. Ey, ganz ehrlich, du verpasst einiges jetzt gerade. gehen wir mal auf Tackle Marakampa. Konfusion auf Electek. Dann sollte das mit Electek gewesen sein und der Emulator sollte, glaube ich, jetzt ein bisschen schneller gehen. Bin wieder da von der Mission. Ja, hey, wenn Schokolade jetzt am Start ist, dann läuft das richtig gut. Level 13 für Smoker. Das war schon wieder zu viel, ne? Wir hätten bei Smog bleiben können. Wachstum. Das könnte jetzt ein bisschen gefährlich werden, muss aber nicht. Manaphy. Dieses Manaphy hat Wieso erledigt. Ja? Ich will es nur mal sagen. Ich will mal auf... Manaphy ist reines Wasser-Pokémon, ne? Allein bei Tackle. Und Konfusion auf Manaphy. Wenn du wieder ein Stalos findest, das bin dann wieder ich. es war ja Stalos, ne? Es war Stalos, nicht Stalos. Und Stalos sind wir schon begegnet. Tatsache, das war der erste Encounter. Darf ich da dann leider nicht mehr fangen? Es tut mir leid. Aber du wärst ein gutes Stalos gewesen, Laksha, auf jeden Fall. Mörder. Ja, ah, ja. Schuldig im Sinne der Anklage, wa? Okay, warum lief das jetzt gerade so schlecht? Nochmal der Tackle auf Marakampa. Und Konfusion auf Manaphy. So. Dann ein anderes und wenn, lass mich leben. Es ist nicht so, dass ich mir das aussuchen würde. Oh, jetzt aber mal einen Stolos töten, ja? Das wäre doch jetzt mal was. Du wirst wahrscheinlich wieder ein weibliches Pokémon sein, was, Laksha? Muss es nur sagen. Ja, fangen wir Pokémon. Hey. Alles mit der Zeit. Wir müssen jetzt mal diesen verdammten Doppelkampf schaffen. Dieses Manaphy hält viel zu lange durch. Aber wirklich. Bodycheck und dann sollte das eigentlich erledigt sein. So. Am meisten Mega. Ja, bitte. Ja. Kriegst du. Wenn der nächste Encounter weiblich ist, Laksha, bist du dabei. Aber verpass es nicht diesmal. Smoker Level 14. Wir sind so OP gerade. Das ist nicht gut. Und X-Metal Level 18, das ist auch nicht gut. Das ist nicht gut. Cammy und Ellie sind besiegt. Diese Niederlage regt mich auf. Und das, obwohl wir zu zweit sind. Ja. Yeah. Oh Mann. Okay. So, ich laufe jetzt mal direkt in die Stadt. Metaross City. Och, Maike. Männlich bin ich. Okay, wenn Laksha weiblich ist. Ja, gut. Bei Enraid muss ich mal gucken. Du warst ein Visor. Das nicht so lange durchgehalten hat. Müssen wir mal gucken.
Du wirst auf jeden Fall nochmal benannt, Enraib, keine Sorge, aber Laksha ist auf jeden Fall zuerst dran, wenn es ein weibliches Pokémon gibt. Du hast es also bis nach Meteros City geschafft, Bilamba. Was für eine riesige Stadt. Kein Vergleich zu unserem verschlafenen Wurzelheim. Hast du gewusst, dass es hier eine Pokémon-Arena gibt, Bilamba? Warum sieht die so scheiße aus in diesem Remake? Die sieht halt echt... Also die Arenen sahen halt immer so opulent aus und sahen auch was aus. Das sieht aus wie ein verkapptes Pokémon-Center. Nee, wusste ich nicht mit der Arena. Wusste ich nicht. Die steht natürlich ganz oben auf meiner Liste. Aber zuerst fange ich mir noch ein paar Pokémon. Bis später. Okay. Gut, dass sie aus dem Supermarkt kam. Denn da will ich auch rein. Wenn du nur einen Visor fängst, kann ich doch nichts für. Hey! Hey! Der Randomizer kickt halt. Was soll ich machen? Der Randomizer macht, was er will. So, 8 Pokebälle. Dann haben wir wieder 9. Super. Der Dude sieht aus, als würde er uns was geben. Hallo Trainer, hast du kurz Zeit? Falls du Pokémon fangen willst, aber die Attacken deines Pokémon so stark sind, dass du sie immer gleich besiegst, dann ist die perfekte Lösung. Kreuzdonner! Der wollte uns wahrscheinlich nicht. Was war das denn? Irgend so eine Klinge, ne? Lockklinge. Ich weiß nicht. Es gibt auf jeden Fall eine Attacke, die macht die Attacken, die Gegner so fertig, dass ein KP übrig bleibt. Hast du dich informiert wegen den Kämpfen? Oh, nee, habe ich nicht gemacht. Oh, shit, stimmt. Habe ich nicht gemacht. Es tut mir leid, Laksha, muss ich noch machen. Ich hätte Quajutsu sein können. Trugschlag. Trugschlag war es, genau, richtig. Kreuzdonner. Genau, er sagt es auch nochmal. Genau. Ist es natürlich nicht, die Attacken sind randomized. Kreuzdonner. 100er? Was? Mach einen Zettel, damit du es nicht vergisst. Ich habe keinen Zettel! warte. Kriegen wir hin. Das von Zekrom. Zekrom hat eine exklusive Attacke? Schreib es in dein Handy. Hey. Ich muss den Stream im Auge behalten. Endkämpfe. Laksha. Ey, es ist notiert. Du wirst nicht wissen, wie ich es notiert habe, denn ich kann nicht. Ich habe keine schöne Schrift. so. Dann würde ich sagen, wir gehen zur nächsten Route. Denn wir haben noch einen Encounter offen. Der Dude sieht wichtig aus. Die Beschreibung. In die Kamera halten? Bestimmt nicht. Bestimmt nicht. Route 116. Wir haben Smoker vorne. Okay, wir gehen nochmal zurück. Ich sollte vielleicht heilen. Wir haben 9 Bälle, Freunde. Ich hoffe, es reicht echt für den nächsten Encounter. Das wäre fürchterlich, wenn nicht. So, wir heilen nochmal ganz kurz. Heilung muss sein. Ich habe keinen Bock, dass der Friedhof sich da über mir mehrt. So. Wir haben so ein hohes Level. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Macht mir ein bisschen Sorgen. Aber wir haben ja Smog oder so eine Scheiße, ne? Also von daher sollte das eigentlich reichen an Schaden. So. Unser nächster Encounter, Freunde, wird ein... Forstelka. 9 reichen bei dir, ne? Reichen bei dir eh nicht. Bei dir bricht es bei Meisterball aus. Touché. Forstelka. Es ist Stahlgift, glaube ich? Ich weiß nicht. Wir gucken mal. Käfer? Ne, Stahlgift, sag ich. Stahlkäfer, so. Okay, Schaden ist gut. Das ist hässlich. Du wolltest ein weibliches Pokémon? Also... Käferbiss. Die Attacken sind nicht schlecht. Was? Was? Es hat mir gerade was? Die Sinnebeere geklaut? Holy fuck! Freunde. Oh. Ja, so. Benehmt euch bitte in den Kommentaren. Im Chat, bitte. Ja, Laksha. Das wärst du gewesen. Scheiß Finale. Ich hasse Finale am Anfang. Oh, ist das ätzend. Kiroya-Beere.
Ach, bitte, ey. Ja, ich würde sagen, wir gehen zur Arena. Ja, wir müssen erstmal Smoker heilen. Scheiße! Oder, wir könnten noch zur Höhle, oder? Da ist doch, glaube ich, noch eine Höhle am Ende der Route. Aber da haben wir echt viele Trainer auf dem Weg. Die will ich eigentlich nicht alle machen. Ich bin dann weg. Ja, Lakshya, es tut mir leid. Das nächste weibliche Pokémon bist aber safe, du. Fostelka wäre ideal gewesen. Meine Güte. Mit 2 in die Arena, mies. Ja, das ist keine gute Idee. Wir sind zwar auf einem sehr hohen Level, aber das wird ein bisschen kritisch. Ich komme ja auch übertrieben langsam vor, ne? Ich hätte jetzt gerne die Inline-Skates aus Pokémon Y. Die waren gut. So, war hier oben Trainer? Ja, war er. Okay, ich will den meiden. Oder soll ich noch für die Höhle bleiben? Wenn du bleiben möchtest, gerne. Du kannst so lange bleiben, wie du möchtest. Aber die Höhle... Nehme ich auf jeden Fall... Oh, die will kämpfen, ne? Kriegt ihr mich? Nee, kriegt ihr mich nicht. Oder Legi. Ja, Legi kann natürlich auch passieren. Er ist vor Stalker wieder. Willst wissen? Versuchen wir zu meiden, sonst kommt die nächste Finale. Oder Explosion. Der will kämpfen. Das sehe ich. Guckst du nach rechts? Nein, okay. Dann ab in die Höhle. Beten wir. Metaflotunnel. Hier kann entweder Zubat oder Flurmel kommen. Das heißt, so viel ist nicht. Und es ist ein... Wie Petes? Also das wäre das nächste Gift-Pokémon. Es wäre weiblich. ja. Ich hoffe, damit bist du zufrieden, Nalaksha. Oh, das ist guter Schaden. Auf Volltreffer. Angeberei. Verkack es nicht. Das ist zu viel Druck, Freunde. Das ist zu viel Druck. Das nehme ich. Okay, versuchen wir es mal. Wir werfen mal den ersten Pokéball. Ich würde zwar gerne nochmal einen Tackle versuchen, aber... Biss. Okay. Ich versuche mal... Oh, da machen wir einen Smog. Immer einen Smog. Da sind wir, glaube ich, auf der sicheren Seite. Wenn wir nicht vergiftet werden. Okay, trifft. Okay. Schlecker. Ich bleib bei Smog. Wir machen nochmal. Bitte triff. Yo! 9 KP! Was? Und er macht halt wieder Angeberei? Achso, unser Angriff steigt ja auch noch stark. Ah, das ist ja auch nochmal so eine Sache, ne? Ja. Hohohoho, natürlich war es ein Volltreffer. Okay. Wir heilen uns jetzt mal ganz kurz hoch. Verreck selber. Oh Gott. Es läuft gerade nicht gut. Ich habe einfach kein Glück mit den Encountern. Dieses VP, das will es wirklich wissen, ne? Ich glaube, die Verwirrtheit ist wieder resettet, ne? Okay. Schaffen wir noch einen Smog? Wir machen noch einen. Ein Smog noch und dann... Oh, okay. Also dieses Verpietes ist fällig, wenn ihr mich fragt. Wickel. Das ist nicht gut. So, ich hoffe, ich kann wechseln. Okay, das ist jetzt gerade ziemliche Belastung. Bitte bleib drin. Ja! Oh mein Gott! Oh! Lakshya, herzlich willkommen im Team! Oh, Claresmog. Ja. Was kann Claresmog? Obwohl, 50, ne? Besser als Smog, oder? Absolut! Okay. Was soll dieser Sarkasmus? Was soll dieser Sarkasmus? Was macht ihr da? Ich versuche mein Bestes. Schnüff. So, wie Pietes.
Registriert. Wie Pitis kann mit seinem Schweif Feinden einen Hieb versetzen und sie mit einem abgesonderten Gift bespritzen. Dieses Pokémon wird in der langwährenden Blutfeder mit Sengo nicht nachgeben. Absolut. So. Laksha ist wieder da. Kein Stolos, aber wir mobben dich. Ich merke das schon. Ich kann euch auch wieder raus aus dem Team nehmen. Mir ist das egal. So, Vipitis. So, Delle. Kommt sofort. Ist unterwegs. Ah, den packen wir nach rechts. So, der guckt so schön nach rechts. Ist okay. Pure Liebe. Ja, ich merke das. Ich merke das. Ich merke das schon. Okay. Das waren auf jeden Fall die Encounter erstmal. Jetzt können wir auf jeden Fall gut in die Arena starten. Wie ist denn der drauf? Wow, das sind... Laksha, das ist nicht sehr gut, was du da drauf hast. So, Wickel, Schlecker. Boah. Jetzt bin ich weg. Lass mich nicht in der Arena sterben. Ja, ich versuch's. Viel Spaß bei Mario Kart. Ne? Danke, dass du wieder dabei warst. So. Wir gehen zurück. Das ist auf jeden Fall eine gute Idee. Ich muss noch kurz heilen, weil wir haben ja eigentlich noch die Trainer hier, ne? Dann würde ich... Das will ich nicht machen. Dann würde ich tatsächlich... Mies OP, der Laksha. Ja, stärker als ein Visor, würde ich sagen. Dann würde ich jetzt sagen... Wir nehmen die Trainer mit. Wenn der Metaflurtunnel noch nicht fertig ist, muss man den Berg eben überqueren, statt ihn zu durchqueren. You don't say. Kimberly. Oh Gott, da kommt Stolos. Oh mein Gott. Mega Stolos. Was denn auch sonst? Ich habe Smoker nach vorne gepackt. Das war nicht gut. Oh shit. Ja, X-Metal muss liefern jetzt. Oh mein Gott. Mega Stolos. Oh Mann. Wie gut kann man einen Pokémon-Kampf starten? Kimberly, ja. Oh Gott, so, das ist alles nicht so effektiv. Machen wir Metallklaue. Wir sind da 10 Level drüber, ne? Sollte eigentlich echt reichen. Oh, das ist wenig Schaden. Das ist erstaunlich wenig Schaden. Ach Gott, ey. Okay. Konfusion. Schauen wir mal. Das ist deutlich besser. Hab den Sublegi angekündigt. Ja, hast du recht. Hast du recht. Hast du leider recht. Schauen wir mal. Das sind gute Erfahrungspunkte leider. Das wäre perfekt für Vipitis gewesen. Apollo! Level 10. Komm, eine Attacke schaffst du doch, oder? Und selbst wenn es Nachtnebel ist. So, Laksha kommt rein. Horrorblick. Wir können nicht wechseln, ne? Wir können nicht wechseln, ne? Oh, oh. Oh, 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 oh. Ja, shit. Oh, das ist jetzt ganz bitter. Schlecker. Hat er auch drauf. Biss. Stimmt. Ich Doofkopf. Ach, Schlecker regelt. Nein, Quatsch. Okay, Biss. Hast du recht. Ist mir jetzt nicht eingefallen. Oh, die Paralyse. Aber bis trifft. Aber wirkt eigentlich noch jetzt der Horrorblick? Oder ist der Horrorblick weg, wenn, wenn Apollo weg ist? Ich meine, wenn Apollo weg ist, ist Horrorblick auch weg. Laksha Level 10! Giftschweif. Das ist eine tatsächlich sehr, sehr gute Attacke. Das wollte ich jetzt nicht. Okay. Ach, Angeberei weg. Es bringt mir nichts, den Gegner stärker zu machen in der Nasslok. Das ist, wenn nicht so gut. Ne? Deswegen, Laksha erlernt Giftschweif. Strepoli. Okay. Wir wechseln trotzdem. Der Smoker sollte regeln. Und der Horrorblick ist weg. So. Strepoli sollte eigentlich nichts anderes außer Kampfattacken drauf haben. Oder Energiefokus. So. Machen wir mal den... Claire Smog. Guck mal, was er drauf hat. Wie sieht er aus? Sehr beeindruckend. Pfund. Bitte kein Volltreffer. Es war ein Volltreffer.
Also wenn's eine Kontinuität gibt in den ganzen Streams, dann ist es immer, Energiefokus macht immer Volltreffer. Immer, nonstop. Verwirrung trifft immer nur mich, nicht die anderen. Muss sein. Ist einfach so. Und Smoker Level 16, Lakshya Level 11. Meine Güte, das läuft gut. Am Ende drei Pokémon. Bin wieder da, Mario Kart geht doch nicht los. läuft gut mit Vipitas, das kann ich dir sagen. Keusch, verlieren ist ganz schön anstrengend. Frag mal mich erst. Ich habe schon ein Pokémon verloren. Lakshya muss auf jeden Fall nach vorne. Wir haben keine Paralyse, ne? Es ist nicht gut. Ja, das dachte ich mir schon. Forstaker. Warum habe ich so eine große Angst? Warum habe ich Para? Ja, du hast einen Kampf verpasst. Du hast einen Kampf verpasst. Ich habe extreme Angst vor Forstaker gerade, dass der wieder Finale einsetzt. Das würde Lakshya nicht überleben. Was soll das? Ich bin eine Minute weg. Okay, Tackle. Wir nehmen die Erfahrungspunkte mit. Er hätte fast gegen Apollo verkackt. Ich habe mich fast gegen Apollo verkackt. So knapp war es nicht. Also es war knapp, aber nicht so knapp. Zurückgeschreckt. Von der Konfusion. Macht man das mal. Neues Level für X-Metal. Und Lakshya Level 12. wie komme ich jetzt hier am einfachsten durch? Fantastisch. So, gegen den haben wir schon gekämpft. Oh, super. Okay, es geht los. Bye-bye, ich gucke immer wieder rein. Mann, Lakshya, entscheid dich doch. Pures Entertainment oder Versagen bei Mario Kart? Hm? Nein, viel Spaß natürlich. Pures Entertainment hier. Ich entertain mich so viel selber, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Komm, 5 Minuten wieder. Wahrscheinlich. Aber immerhin haben wir 3 Pokémon. Das ist ein extrem guter Anfang. Und die Arena ist auch nicht so OP, muss ich sagen. Definitiv Mario Kart. Danke, Enrib. Weißt du, das geht hier rein, hinterlässt tiefe Narben und geht da wieder raus. okay, Lakshya ist vorne. Wir sind gut gelevelt. Du verlierst fast ohne deine Zuschauer. Hey, das ist fast wahr. So, wir sind drin. Oh, guten Tag. Du bist ein neuer Herausforderer, stimmt's? Ich bin die Arenaleiterin von Metaross City. Mein Name ist Felicia. Ich bin Arenaleiterin geworden, um das Wissen, das ich mir in der Trainerschule angeeignet habe, in der Praxis anwenden zu können. Wenn du mich in einem Pokémon-Kampf besiegst, übergebe ich dir einen Orden als Beweis deiner Stärke. Also fordere mich heraus. Ich freue mich schon auf unseren Kampf. Bis dahin. Ja. Hätte ich nicht Biss gesagt. Den gönne ich dir. Den gönne ich dir mit dem Biss. Ich habe an Biss nicht gedacht, tatsächlich. Ich gehe ganz kurz noch ein Item holen, und zwar Paraheiler und Gegengift, denn ich habe ein bisschen Sorge, da das ja keine Gesteinsarena wird, dass wir da Probleme bekommen. Es gibt anscheinend nur Gegengift. Du hast 4? Wo haben wir denn die 4 Gegengift her? Was sagen denn die Bären? Haben wir da irgendwas gegen? Wir haben 5. Sehr effektive Attacken. Aha. Paralyse, 2 Stück. Ja, okay. Ach, warte mal, wir haben noch Sinnelbären, ne? Die geben wir Lakshya. So. So, mach es. So muss das sein. Okay, wir haben 2 Bären gegen Paralyse. Das müsste erstmal reichen. Und dann laufen wir trotzdem nochmal zur Arena. Ich fühle mich so langsam ohne Inliner. Ohne Scheiß. Die Inliner haben es echt für mich ausgemacht. Oh, die haben die Arena aber echt verändert. Das war, glaube ich, vorher wirklich so eine Gesteinsarena mit Stein. Und jetzt haben sie eine fossile Arena draus gemacht. Wer es mag? Du solltest uns Trainer aus der Arena nicht unterschätzen. Ich werde dir zeigen, warum. Dann zeig's mir! 3 Pokémon, Crystal. Flapion. Ich sag mal so, Flampivian wäre schlimmer gewesen. Level 7. Du kriegst einen Biss ab. Ich sollte mir die Stats angucken von Vipitas. Die habe ich nicht wirklich angeguckt. Oh, Walzer ist gefährlich. Walzer ist gefährlich. Legi, sage ich jetzt schon. Ich hoffe nicht. Aber ich glaube, die Arena sollte Vipitas gut hinbekommen. Es wird wahrscheinlich eine Feuerarena dann werden, wenn ich das richtig eingestellt habe. Ist der Feuer? Drache Feuer? Oh,
Dann habe ich die Arena nicht eingestellt. Das wäre jetzt echt bitter. Eigentlich habe ich immer die Arenen typbasiert gemacht. Ich weiß es jetzt gerade nicht. Dieser Katzer ist stark. wir bleiben mal bei Biss. Gewissheit. Okay. Diese Nymphäre kickt direkt. Ist halt einfach so. Aber so ein Maxax muss auch erstmal schlagen. Okay. Aber der ist doch nicht Feuer, oder bin ich jetzt bekloppt? Level 13 für Lakscha. So, jetzt sehen wir das nächste Pokémon. Was will ich mit Kreideschrei? So eine Crap-Attacke. Level 14? Meine Güte, Lakscha. Gagabo. Verdammt. Die Arena ist nicht typenbasiert. Das ist nicht gut. Ah, das nervt mich jetzt gerade. Ich hätte Giftschweif einsetzen können, fällt mir gerade ein. Das hat gereicht. Verdammt. Das ist jetzt gerade echt Belastung. Ich habe versucht, an alles zu denken, als ich Randomizer eingestellt habe. Ich habe nur die themenbasierten Arena-Leiter vergessen. Shit. Ja, schade. Ich hätte dich unterschätzen dürfen. Ja, das stimmt. Ich habe auch keine Tränke mehr, ne? Drei. Ich lass das mal so. Ich versuch's mal. Wenn du es nicht mit mir aufnehmen kannst, hast du gegen Felicia ist recht keine Chance. Yeah. Oh Mann, jetzt müssen wir die ganze Nuzlocke mit nicht themenbasierten Arenen machen. Das ist ein bisschen Belastung. Elisat. Aber so sehen wir doch mal ein paar Pokémon. Elisat. Müsste der nicht Boden-Elektro sein? Der ist so eine ganz doofe Mischung, glaube ich. Oder Normal-Elektro? Wir machen mal eine Step-Attacke. Machen wir mal Giftschweif. Donner! Oh mein Gott! Giftschweif ist gut. Machen wir nochmal. Oh mein Gott, wenn der Donner treffen würde, das würde so viel Schaden machen einfach. Oh mein Gott. So, das war Elisat. Das ist eine gute Erfahrung. Oh, Lakscha, mein Gott. Dieses Gebiet steigt viel zu schnell. Meluetta? Ja, da hast du dein Legi. Meluetta. Müsste Fee Psycho sein? Kanon. Normalattacke. Boah. Das ist nicht mal annähernd so viel Schaden. Ich switch lieber auf X-Metal. Das ist mir zu heikel. Das ist mir zu heikel. Ich glaube, der Kanon könnte ein Volltreffer werden und dann haben wir ein Riesenproblem. Ruckzuckieb. Ja, gut, wir hätten es geschafft. Konfusion. Was bist du denn vom Typ her? Ich habe keine Ahnung. Meluetta, das ist halt so eins der späteren Legis, die ich halt nicht mehr wirklich mitbekommen habe. Verzeiht mir also das. Na gut. Lakscha, Level 16. Oh mein Gott. Und auch noch Giftschock. Dieses Lakscha ist so viel stärker als, wie heißt es? Smoker. Wahnsinn. Also wie Pete ist es, glaube ich, ein sehr gutes Teammitglied. Nicht wahr, Marshall? Wow, du hast wirklich Talent. Ja. Yeah. So, der Trank auf den. Meine Güte, Level 16. So, jetzt packen wir mal den guten X-Metal runter. Und dann guck ich mir mal Lakscha an. Ohohoho! Das ist eigentlich das perfekte Wesen. Das ist das perfekte Wesen. Angriff hoch, Spezialverteidigung runter. Expedern ist noch besser. Oh mein Gott. Das ist gut. Schlecht, Smoker. Du musst dich da ganz warm anziehen, ne? Also, du hast da so ein Gift-Pokémon, das ein bisschen stärker ist als du. Vor allem, weil dein Spezialangriff nicht so gut ist. Hm. Okay. Hä, sind drei Trainer drin? Ich hätte schwören können, es sind zwei. Ich werde dich die Stärke des zweitbesten Schülers dieser Trainerschule spüren lassen. Tia. Amoroso. Okay, Wassergestein. Oh, das dagegen. Höchstens Biss, ne? Level 10 ist auch ziemlich hoch. Aber machen wir mal Giftschock. Du willst die Legis haben, ne? Die würden mich halt direkt bashen, das ist das Problem. Gibt es nicht so effektiv, okay. 5 KP Schaden. Biss. Der sollte regeln. Arena-Leiter muss Legis haben.
Oh nein, die Bruchrüstung. Verteidigung sinkt, Initiative steigt und so. Das ist nicht gut. Das hatten wir mal mit Makago in Pokémon Y. Das war nicht sehr gut. Mit der Bruchrüstung. Das ist gefährlich. Gefährliche Angelegenheit. Das war aber auch Roso und der sollte schnell erledigt sein. Jetzt hat er noch ein Pokémon, die Tier. Schlurp. Schlurp ist so, das ist mein Geistes-Pokémon, ja. Giftschock. Oh, Step-Attacke, die sollte eigentlich reichen. Ja, super! Junge! Level 17 mit Vipitas, wir sind so OP, das ist gruselig gerade. Enttäuschung pur, jetzt bin ich nur noch die Nummer 3. Ich war nicht auf der Schule. Also hier im Spiel. Ich habe den Mond Schlurp Shiny. Welche Farbe hat Schlurp Shiny? Das würde ich mal gerne wissen, wenn er ja auch rosa ist im Normalen. Wäre es interessant zu wissen, was er so normal wäre. Weil ich habe mal ein Shiny Sengo gefangen, das war dann grün. Also, es war weiß, aber das, wo er rosa war, war grün. War auch ganz nett. Ich möchte eigentlich... Der ist gelb? Gelbes Schlurp. Oh, wei. ich möchte eigentlich Lakscha vorne lassen. Aber da wir jetzt keine themenbasierten Pokémon haben, weiß ich nicht, was auf uns zukommt. Ich wollte mal speichern, einfach dafür den ganzen Vorschlag drin haben. Felicia mit zwei Tränken. Schauen wir mal. Mein Gefühl hat mich nicht getäuscht. Ich war mir sicher, dass du und dein Pokémon-Team es bis hierhin schaffen würdet. Dann zeig mir doch mal, welche Pokémon du ausgewählt und was für eine Taktik du hier zurechtgelegt hast. Ja. Yeah. Sie müsste zwei Pokémon haben, ne? Oder drei? Sie hat auf jeden Fall ein Nasknet damals gehabt. Erinnert an Jill. Schneebedeck! Pflanze Schnee. Eis. Zwei Pokémon. Okay. Die Arena-Leiter haben kein zusätzliches Pokémon. Das wäre krass gewesen. Der Hagelalarm. Und das. Oh, das Schneebedeck ist schon auf Level 12. Das ist schon stark. Okay. Wir sind perfekt ausgestattet mit Lakscha und dem Giftschock. Das war gut. Und das zweite Pokémon. Hagelkörner. Skalik, das ist kein Legi. Das ist kein Legi, innere Ips. Sorry. Giftschock. Lakscha hat die Arena an einem Alleingang gemacht, Freunde. Ganz stark. Ganz, ganz stark. Muss man einfach mal sagen. Muss man ihm einfach zugutehalten. Dieses Vipitas wollte es wissen. So, nochmal Giftschock, dann ist die Sache erledigt. Ich will aber Legis. Ich kann es nicht ändern. Tut mir leid. Und das war Jill. So schnell geht die Arena vorbei, Freunde. Moment, ich muss kurz was gucken. Okay. Da habe ich wohl verloren. Es gibt noch eine Menge zu lernen für mich. Offensichtlich. Oh, das waren gute Pokédollar. Ich will aber Legis als ein Gegner also. Ja gut, ich verstehe schon. Die Regeln der Pokémon-Liga schreiben vor, dass Trainer, die einen Arena-Leiter besiegt haben, das hier erhalten. Bitte nehmt den offiziellen Steinorden der Pokémon-Liga an. Hässlich. Overleveled as fuck. Ich kann da nichts für. Wir haben den Steinorden erhalten. Der Steinorden ermöglicht dir, die VM Zerschneider auch außerhalb eines Kampfes einzusetzen. Außerdem hören alle Pokémon Level 20 auf dich. Ein Glück, denn wir haben ja Pokémon, die auf Level 19 fast sind. Auch solche, die du von anderen erhalten hast. Und dies möchte ich dir auch noch geben. Hydropumpe. Hydropumpe ist gut. Die Attacke Felsgrab richtet nicht nur Schaden an, indem der Anwender Steine auf das Ziel fallen lässt, sondern reduziert auch die Initiative des Gegners. Wenn du eine TM aktivierst, kannst du die Attacke im Handumdrehen einem Pokémon beibringen. TMs sind übrigens beliebig. Das wissen wir doch. Du kannst also auch Herzensherum. Hat das nicht der eine Typ eben schon gesagt? Genau in dem Wortlaut? Und was ist mit dem Kabutops oder was ist das hier, was hier am Shakern ist? Was ist das? Kabutops. Du musst bis zur nächsten Arena nicht leveln. Tue ich auch nicht. Höchstens, wenn wir einen Encounter haben. Das ist dann aber was anderes. Ja. So, gehen wir raus. Wahrscheinlich kommt jetzt ein bisschen Story, ne? Ja. Platz da! Aus dem Weg! Ich finde geil, wie die laufen. So, die Arme so runter. Habt ihr natürlich jetzt gesehen, wie ich die Arme hatte. Warte! Warte doch! Bitte! Du kannst euch einfach meine Waren stehlen! Oh, die Devon-Waren? Ja. Da geht er. Und wir gehen heilen. Der läuft denn... Läuft der bis zur Höhle? Und dann führt er nicht das Winkel? Ich weiß nicht. Der Rest sieht so aus, hätte der ein Item, oder? Wieder der Dude da mit der Brille. Wisst ihr, wen ich meine? Da hinten rechts dieser...
Dieser komische, so, ne? Ich gebe dir die rechte rosa Pille und die blaue Pille und dein Leben bleibt, wie es war, oder es öffnet sich ein neues Leben. So ein Typ ist das, weißt du? Ihr wisst, was ich meine. Oh, hat man dir schon mal gesagt, dass du eine Ausstrahlung wie ein Ninja-Junge hast? Ja? Also doch, wie ich es mir gedacht habe. Nein? Oh, verstehe. Wie würdest du dich denn selbst beschreiben? Was, Trainer? Jetzt, wo du es sagst, stimmt. Oh mein Gott. Okay, wir brauchen Items. Und, Smoker nach vorne. Damit die Levelkurve nicht so extrem ansteigt. Meine Güte, das ist viel zu heavy gerade. Oh Gott. Hast du jetzt ein paar Items mehr für mich? Wunderbärchen? Ich möchte ein, zwei Paraheiler haben. Ein, zwei Aufwecker. Ich nehme meinen Feuerheiler mit. Den werde ich wahrscheinlich nie verwenden. Ich weiß, was ihr sagen wollt. Aber, ja. Superbälle kann ich mir nicht leisten. Aber Tränke müssen sein. Ja, wieder drei mit. Und noch ein Pokéball. So, dann sind wir wieder bettelarm. Könnten aber wieder was verkaufen. Können wir was verkaufen? Können wir eine TMs hier verkaufen? Es ist so Belastung. Früher ging das. Ja. Wir haben keine Items. Wir haben kein Geld. Wir sind bettelarm. Aber der nächste Encounter ist ein bisschen weiter entfernt. Von daher machen wir uns da mal keine Sorgen. Gehen wir das nächste Stück Story ab. Damit wir auch weiterkommen. So. Laber mich an. Oh, dich kenne ich doch. Du bist dieser großartige Trainer, der mich mal wieder im Blütenbockwald gerettet hat. Hilfst du mir nochmal? Team Aqua hat mich ausgeraubt. Welch Wunder. Ich muss die Dämonenwaren zurückbekommen. Nur mein Megastein und ich allein. Ich muss die Dämonenwaren zurückbekommen. Ansonsten habe ich ein riesiges Problem. Ja. Das ist jetzt mein Problem, weil... Item! Der Brückbrief, ha! Ich habe nicht gewusst, dass ich den brauche. Aber offensichtlich das Spiel. Fostelka. Verpiss dich. Ist mal ohne Scheiß. Ich habe so Angst vor Fostelka. Oh Gott. Fostelka wäre gut gewesen, ne? Fostelka wäre gut gewesen. Wir hatten zwar ein sehr komisches Team, aber naja. Mein Pokémon-Team ist super stark. Überzeug dich selbst. Nee. Nee. Drei. Esteban. Empoleon! Meine Güte. Was haben die denn für Pokémon in diesem Stream? Das ist ja Wahnsinn. Okay, ich bin wieder nicht so ganz gerade so. Gewissheit. Ich bin mir gewiss nicht sicher, aber wer heißt Esteban? Esteban ist doch meistens so Spanier und so, ne? Es gibt einen Formel 1 Fahrer, der ist Esteban Ocon. Ist Franzose, aber eigentlich Spanier, so viel ich weiß. In Spanien geboren, aber fährt unter französischer Flagge, meine ich? Ich weiß nicht genau. Aber Esteban. Esteban! Ja. Zappifoy ist perfekt für ein Gift-Pokémon. Clairsmog. Aber wir sind nicht so stark mit den Gift-Attacken mit Smoker unterwegs. Deswegen, nicht so gut. Aber was soll's. Was soll's. Ohoho! Weißt du, Gengar ist ja schon stark. Aber Mega-Gengar? Okay. Ich hätte gedacht, der hält das aus. Hätte ich echt gedacht. Smoker Level 17. Franzose, aber eigentlich Spanier. Aber ein bisschen Inder mit einem Hauch Türke. Genau das. Du siehst du, du hast mich doch verstanden. Ich weiß nicht, wie seine Story ist, Esteban Ocon. Aber ich meine, es wäre so gewesen. Es gibt ja oft ja den Part Mutter Spanierin, Vater Franzose. Und das Kind kann es quasi aussuchen, weißt du? Das gibt es ja oft. Deswegen, also, aua, ich habe einen Kratzer bekommen. Ich brauche dringend ein Pflaster. So, halbe Welt im Moment. Ja, quasi ja. Ja, hör mal, selbst, also, ganz ehrlich, der deutscheste Deutsche kann sich nicht hinstellen, ohne zu wissen oder zu erahnen, dass irgendwo in seinem Stammbaum irgendwas, sag ich mal, Ausländisches ist. Ja, also, jeder hat das halt drin. Das gehört einfach dazu, ne? Keiner kann sagen, ich bin astreiner Deutsche. Geht nicht. Das gibt's nicht. Ja. Die hat noch auf jeden Fall einen Kampf auf uns vor. Ich zeig dir nur zu gern, wie stark mein geliebtes Pokémon ist. Sie hat nicht nur eins, ich glaube, sie hat zwei. Ja.
Jasmine, Ramaidon. Okay. Den A-Test sagt 100% Deutsch. Enraib, ich bitte dich. Gewissheit. Okay, Ramaidon ist ziemlich gut unterwegs. Verfolgung. Sass. Ja, in der Tat. Kopfnuss tut weh. Uff, okay, nicht so schlimm, wie ich dachte. Tackle. Oh mein Gott. Oh shit, ey. Ja, hallo Mewtwo. Ich würde sagen, X-Metal muss ran. Das könnte sonst ein bisschen böse werden. Legi, ey. Ja, ey. Ich habe mich nicht gefreut darüber. Aussetzer. Pah! Bodycheck. Wie einfach X-Metal keine Attacken lernt, ne? Ist schon mal aufgefallen? Boah, ist das gerade scheiße. Warum hat er nicht getroffen, was? Zum Teufel! Naja, ja. Sternschauer. Tut nicht weh. Haut der einfach mal Mewtwo raus. Da war Ramaidon gar nicht das Lieblings-Pokémon, sondern Mewtwo. Was auch sonst? Smoker Level 18. Schlammbart. Ist aber weiterhin speziell, ne, Freunde? Es ist weiterhin speziell. Aber Smoker ist kein spezieller Angreifer. Das ist das größte Problem. Ein Tank. Er hat mega getankt in Pokémon Y, aber, ja. Du warst haushoch überlegen. Das eine Kind mit Mewtwo. Wer kennt's nicht, ne? Schulkind so und so. jetzt ist Laksha ein bisschen unterlevelt. Packen wir den nach vorne. Der Wanderer war erledigt. Da kommen wir eh nicht rein. Der will quasseln. Hier war doch bestimmt noch ein Item oder so. Da oben, genau. Machtlinse. Machtlinse? Gucken wir mal nach. So ein Schrott. So, was willst du denn? Oh, was mache ich nur? Pekko und ich haben gerade... So, das ist... Ah, Mr. Brack! ich dachte, der sieht aus wie ein Captain oder so. So, Show and Tell, das eine Kind, das mein Mewtwo super starke Mieze-Pizze. Das verstehe ich nicht. Pekko und ich haben gerade einen Spaziergang gemacht, als plötzlich dieser Schurke aufgetaucht ist. Der hat mir mein Lieblings-Pekko geklaut. Pekko! Meine liebe Pekko! Wir müssen Pekko retten, Freunde. Nicht auszudenken, was der Wahnsinnige mit Pekko vorhat. Kampfknochen. Kampfknochen, ist das auch? Ich will nicht speichern. Na, ja, wobei, auch doch. Kampfknochen. Ach, Dragosso oder Knogger, das werden wir im Leben nicht finden. Jetzt spawnt das hier als Encounter. Ne, Vipites. ich hab da was für dich, Vipites. Noch ein Vipites. Es war ein guter Fang. Freunde, Vipites ist so stark. Müssen wir nur noch halten. Oh, wir hätten Viscokon haben können! Oh mein Gott! Das hätten wir nie gefangen. Das hätten wir nie gefangen mit verfickten Kack-Pokebällen. Oh, Viscokon wäre so gut gewesen. Oh mein Gott! Einfach ein Viscogon auf Level 10. Hättest du nicht gefangen. Ja, Pokébälle hätten da im Leben nicht gereicht. Oh, das wäre so ein gutes Teammitglied. Okay, Digga. Was? Du willst gegen uns antreten? Dann mach dich besser auf eine Abreibung gefasst. Was für eine Pleite. Das Pokémon, das ich als Geisel genommen hatte, hat sich als völlig wertlos erwiesen. Und dann bin ich auch noch in diesen Tunnel geflüchtet, der eine totale Sackgasse ist. Hey, du! Forderst du mich etwa heraus? Ja. Ruhig. Du hast Sachen geklaut, Digga. Scarlet! Oh, Nidoking. Nidoking. Insofern gefährlich, da der vielleicht eine Bodenattacke haben könnte. Und wir potenzielle
Pokémon haben, die da... Sollen wir es riskieren? Wir riskieren es mal. Hoffentlich hast du keine Bodenattacke. Schnabel. Oh, gefährlich. Biss. Ist okay. Der sollte auch noch kein Erdbeben haben. Glaube ich nicht. Schaufler, allerhöchstens. Allerhöchstens Schaufler. Und dann muss ich aber auch los, Bruder. Energiefokus, mach ruhig. Mach das ruhig. Und das war Nidoking. Und das sind hervorragende Erfahrungspunkte, Freunde. Hervorragende. Level 18 für Lakscha. Das ist so gut. Das ist einfach so gut. Kikugi. Süßes Pokémon. Hatten wir Kikugi? Ne, wir hatten Kinoso. Wir hatten Kinoso in Pokémon Y im Stream. Wie gesagt, ihr könnt euch Pokémon Y auch auf YouTube nochmal angucken. Die Folgen werden da nach und nach hochgelevelt. How to overlevel. Hey! Enrae, du bist schon länger dabei. Du weißt, dass es so ist, wie es ist. Ihr könnt euch die Folgen auf YouTube angucken. Die Folgen sind da. Ja. Kommt jede Woche eine Folge raus und sind nicht mehr weit entfernt vom Finale. Ist auf jeden Fall ein guter Stream gewesen. Arg! Das ist wohl das Ende der Fahnenstange und meiner kriminellen Karriere. Offensichtlich. Das ist einfach nicht fair. Der Boss wollte doch, der Job sei ein Kinderspiel. Ich sollte nur ein paar Bauteile von der Demon Corporation klauen. Mehr nicht! Wenn du sie so dringend weiterhaben willst, dann nimm sie eben. Das ist voll der Sinn. Was? Da trottet er davon. Und Pekko ist frei! Pekko! Bin ich froh, dass du unversehrt wieder bei mir bist. Pekko verdankt dir ihr Leben. Der kann nicht zerboxen. Pekko oder Mr. Bragg? Mein Name ist Mr. Bragg. Und du bist? Punkt, Punkt, Punkt. Punkt, Punkt, Punkt. Okay. Ah, du bist also Bilamba. Ich danke dir von ganzem Herzen. Wenn du irgendein Problem hast, zögere nicht, mich um Hilfe zu bitten. Ich wohne in dem kleinen Haus am Meer in der Nähe des Blütenburgwalds. Komm, Pekko, wir sollten uns auf den Heimweg machen. Kiii. So. Hier sind nämlich noch ein paar Leute. Ich glaube, einer gibt mir jetzt... Wo sind die Leute hin? The fuck? Oder war da nicht früher ein Stärkestein? Hä? Wir hätten Sneeple haben können! Oh mein Gott, was für... Also wirklich... Enrabe sagt das bitte nicht Lakscha, ne? Dass sie ein Sneeple hätte sein können. Die wird ausrasten. Okay. Alter, Sneeple wäre so gut. Spitze. Der komische Typ ist aus dem Tunnel abgehauen. Jetzt kann ich endlich weitergraben. Okay. Ist der jetzt da, der Typ? Ich meine nämlich, da stehen gleich welche, oder? Sneeble. Oh, Mann. Warum spawnt jetzt eigentlich Sneeble bis zum geht nicht mehr? Eieiei. Naja. Machen wir weiter. Ich will gucken, ob der... Ich meine, die geben ein Item. Als ob die nicht da sind. Ich hätte schwören können. Auf der anderen Seite ist Wiesenflur, Freunde. Und bei Wiesenflur steht eine Frau, die rüber will zu ihrem Macker. Oder andersrum, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das so. Verstehe ich nicht. Die stehen normalerweise da. Hm. Liegt es an mir oder an der Generation? An der Generation, definitiv. Wir können bestimmt hier noch rein. Gibt es hier ein Item? Als ob das sich gerade hingehockt hat. Der Metaflur-Tunnel. Zuerst sollten wir mit einem großen Team und schwere Maschinen durch den Felsen brechen. Aber dann mussten wir aufhören, weil sich unsere Arbeit offenbar negativ auf die wilden Pokémon dieser Gegend ausgewirkt hätte. Und deshalb haben wir jetzt nichts mehr zu tun, außer hier faul rumzuhängen. Tja. Und um ohne den Tunnel nach Wiesenflur zu kommen, muss man das Meer bei Faustauer Hafen überqueren, nach Grafit Fort City segeln und Malvenfroh City passieren. Da hat auch tatsächlich einer ganz alleine einen Tunnel nach Wiesenflur gegraben. Er sagt, wenn man sich Stück für Stück ohne laute Maschinen durchgräbt, werden die Pokémon nicht gestört und ihr natürlicher Lebensraum bleibt erhalten. Ehrenvolle Sache. Ein Ehrenbruder. So, Freunde. Wir laufen zurück. Forstelka, verpiss dich. Wir laufen zurück. Wir müssen jetzt zu Mr. Bragg und Pekko. Damit wir nach Faustauer Hafen können, wo die nächste Arena auf uns wartet. Ja. Komm ich da tierisch drauf. So. Ich brauche meine Inliner, ne? Warum haben die Inliner rausgenommen? Die waren perfekt. Die waren so perfekt. Aber wir müssen dem noch die Sachen bringen, ne? Nee, shit! Oh, ich hätte nicht mitgehen sollen.
Oh, und wie sieht's aus? Hast du die Devon-Wahn? Du hast es geschafft, du hast es zurückbekommen. Du bist wirklich ein großartiger Trainer. Ich weiß, ich werde dir zum Dank einen Superball schenken. Woohoo! Wir haben einen Superball. Jetzt will er das mitbekommen. Ja. Das ist... Das war nicht geplant. Es tut mir leid. Das Gute ist, ich muss für den nächsten Stream nicht vortrainieren. Wir sind ja auf einem guten Level. Dies ist die zweite Etage der Devon Corporation. Hier befindet sich das Büro des Präsidenten. Ich bin dir unendlich dankbar für deine Hilfe. Das war eine ausgesprochen selbstlose Geste von dir. Bitte warte hier einen Moment. Ich bin gleich wieder zurück. 1, 2, 3 Sekunden. Unser Präsident möchte dich sprechen. Bitte folge mir. Hoho, der Präsident. Hier entlang, bitte. Ja, du bleibst doch stehen. Was ist der für eine Friese? Ich bin Mr. Trump, der Präsident der Devon Corporation. Ich bin bereits voll im Bilde. Du hast einem unserer Mitarbeiter nicht nur einmal, sondern zweimal aus der Klemme geholfen, stimmt's? Du bist so außergewöhnlich, dass ich dich gerne um einen Gefallen bitten möchte. Digga, ich habe deinem Mitarbeiter zweimal den Kopf gerettet und du fragst auch noch was? Aber als absolute Ausnahmechef würde ich dich natürlich nie ohne Gegenleistung etwas bitten. Gib mir doch bitte mal dein Poké-Multinavi. Mr. Trump hat dein Poké-Multinavi erweitert. Videonavi. Sag nö. Ich hab keine Option. Ich würde immer nö sagen. Die Funktion, um die ich dein Poké-Multinavi gerade erweitert habe, heißt Videonavi und ist ein Muss für jeden Trainer. Du kannst damit nicht nur Informationen aus aller Welt, sondern auch Mitteilungen zu den neuesten Ereignissen aus dem Traineralltag deiner Freunde empfangen. Im Gegenzug für dieses tolle Geschenk möchte ich dich aber, wie gesagt, um einen Gefallen bitten. Ich habe hier einen Brief für einen jungen Mann namens Troy, den du in Faustau Hafen finden sollst. Wer ist nochmal der aus High School Musical? Heißt er nicht auch Troy? Wer ist er mit Nachnamen? Ich meine Zac Efron, aber wie heißt Troy? Troy Baker? Nee, Troy Baker ist der Synchronsprecher, ne? Um nach Faustau Hafen zu gelangen, musst du das Meer überqueren. Statte doch dem alten Seefahrer Mr. Bruck in seiner Hütte auf 104 einen Besuch ab. Er wird dir sicher helfen. Ich kann auf deine Hilfe zählen, oder? Wenn dir das jetzt zu schnell ging oder wenn du irgendein Detail vergessen hast, lass es mich wissen. Ich erkläre es dir gern alles noch einmal. Ich muss weg. Oh Gott. Zählen. Zählen? Geht's hier nochmal runter? Jetzt geht nochmal runter. Komm. Oh, cooler Boden. Purer Flex. Das ist purer Flex. Alter, wirklich? Reicht nicht eine Storyline, muss die zweite kommen? Oder will die kämpfen? Wie geht's mit deinem Pokédex voran, Bilamba? Du wirst staunen, wie viele Einträge ich schon habe. Ich habe im Blütenburgwald ein Pokémon nach dem anderen gefangen, bis ich keine Pokébälle mehr hatte. Ich bin im Blütenburgwald übrigens auch Mr. Bruck über den Weg gelaufen. Ich wette, er war auf dem Weg zurück zu seiner Hütte am Meer auf Route 104. Bilamba, du bist gerade hergezogen. Deswegen weißt du es vielleicht noch nicht, aber Mr. Bruck war früher ein großer Seefahrer. Puh, da wäre ich niemals drauf gekommen. So. Wir heilen, Freunde. Und dann haben wir wieder einiges geschafft in diesem Stream. Das ist tatsächlich... ehrbar. Wir haben endlich mal sowas wie ein Team. Ein halbes, aber es ist ein Team. Und ich würde sagen, wir beenden den Stream an dieser Stelle. Machen uns danach auf den Weg nach Faustau Hafen. Und dann kann es eigentlich weitergehen, dann warten die nächsten Account auf uns und wir kriegen auch die Angel. Und dann können wir hier nochmal tätig werden. Glaube ich. Auf jeden Fall kann man irgendwo nochmal angeln. Ja. Freunde, das war's für diesen Stream. Danke, dass ihr wieder mal dabei wart. Enraib, danke, dass du wieder so aktiv mitgechattet hast. Du kriegst auf jeden Fall deinen Encounter noch später. Später. Ich muss noch gucken, wann, aber du kriegst ihn auf jeden Fall noch. Bleib auf jeden Fall dran. Und Freunde, ich danke für den Stream. Wünsche euch einen schönen Abend. Und wir sehen uns zum nächsten Stream wieder, zum nächsten Part. Bis dann und ciao.